Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper, dem Heimwerker-Simulator. Und nachdem wir ja gestern der netten Dame ihr Zimmer verpasst haben, habe ich mir überlegt, ich wollte zuerst das Wohnzimmer machen. Also das wollte ich eigentlich schon gestern gemacht haben. Das Wohnzimmer lasse ich mal außen vor, weil ich möchte jetzt, ihr seht das links, ich möchte die Familie wieder ein bisschen hochpushen und nicht das junge Paar. Von daher möchte ich jetzt mal gucken, dass wir hier das Jungenzimmer ein bisschen hinkriegen. Da gehen wir mal bei hier mit einem Teppich. Da machen wir mal hier so einen blauen Teppich rein. Das sind ja schließlich Jungs. Zack. Und zack. Den Flur machen wir auch noch ein bisschen heller. Das dunkle Holz, ja, sieht schon gut aus, aber nicht so ganz mein Fall. Da ein bisschen ändern. Genauso wie jetzt die Wandfarbe fürs... Hallo? Meine... Okay. Ich kann nicht durchscrollen. Hä? Okay. Meine Scroll-Funktion ist nicht da. Na super. Gut. Müssen wir so machen. Ich hätte jetzt hier an so... Vielleicht so ein Farbmix aus Königsblau. Gepaart mit Himmelblau. Ja, warum nicht? Ach, das geht. Nur im Menü kann ich... Wieso kann ich denn hier dann nicht scrollen? Egal. Das haben wir jetzt. Königsblau ist die etwas dunklere. Würde ich sagen, dass wir die... Hier an die Wand. Und an die Wand, wo die Tür ist. Da machen wir jetzt mal erstmal... So. Oh, neue Fähigkeit. Da müssen wir mal gucken. Ey. So. Und diese Wand hier. Ja, zack, zack, zack. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das von innen oder von außen ist. Wenn das gleich von außen sein sollte, dann haben wir zwar jetzt ein bisschen Farbe verschwendet. Aber das ist nicht weiter dramatisch. Mir fällt auch gerade auf, dass hier überhaupt keine Heizung drin ist. Das fällt mir auch gerade auf. Ja gut, der Raum ist nachträglich entstanden. Normalerweise würde ich hier eine Heizung reinbauen. So, und würde nicht die Jungs dann einfach so sitzen lassen. Da ein bisschen kritisch zu sehen. Oh, neue Fähigkeiten. Was haben wir denn? Oh, guck mal. Streiche 4 Wände gleichzeitig. Malen, auch fertig. Ja, Zerstörung ein bisschen. Ist klar, wir haben ja auch kaum Wände abgerissen. Aufräumen noch ein bisschen. Verhandlungen hier, ne, damit wir die beiden Sachen noch kriegen. Das ist auf jeden Fall der nächste Punkt. Bauen. Ja gut, wir müssen noch ein paar Wände bauen. Goldenes Händchen haben wir auch schon fertig. Ja, passt. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz hier bei Betten gucken. Das nervt, dass ich nicht scrollen kann. Wieso kann ich denn nicht scrollen? Mal vielleicht gerne mal neu starten. So, gibt es hier sowas wie ein... Ne, das wollte ich nicht. Gibt es hier sowas wie ein Hochbett, so ein Doppelbett? Es gibt tatsächlich nur ein einzelnes Bett. Allerdings, wenn wir... Jetzt kann ich noch nicht mal halten, um Scrollen zu drehen. Jetzt dreht er sich noch nicht mal automatisch. Jetzt muss ich das manuell machen. Was ist denn hier gerade falsch bei dem? Egal. Der Raum ist zu klein für zwei Jungs. Ach, verdammt. Ah, das ist doch blöd jetzt. Ach, Mist. Hier wäre es in der Tür, ne? Das Schlafzimmer ist kein Ort für Spielsachen. Ja, was wollen die denn haben? Wollen die, dass alle drei Kinder in einem Bett, in einem Zimmer schlafen? Ich hätte von der Oma vielleicht noch ein Stückchen hier vom Zimmer wegnehmen sollen. Im Schlafzimmer muss ein Fernseher stehen. Ja, dann kauft ihr doch einen. Kriege ich hier noch ein Bett rein? Ich will das eigentlich auch nicht so gequetscht haben. Ah, da
Das ist echt blöd gerade. Ich meine, es würde passen, ne? Es sieht bloß ein bisschen ziemlich dämlich aus. Und die Familie reagiert auch nicht drauf, ne? Nee. Das ist nicht optimal. Das ist nicht optimal. Stellen hier trotzdem mal zwei Stühle. Ich hoffe, ich komme hier gleich noch raus. Das mit dem Scrollen, was. So. Können wir ganz kurz auf meine Käufer gehen und auf diese Familie. Sie mag gar nichts. Ja, das ist gut. Wenn ich von der nichts höre, ist das natürlich super, um das Haus weiter einzurichten. Wir machen mal einfach hier so ein bisschen Spielsachen noch rein. Auch wenn das jetzt ein bisschen. So. Spielsachen steigert auch nicht deren. Nix steigert deren Wohlbefinden. Okay, dann machen wir das nämlich jetzt mal ganz einfach. Wisst ihr, wenn die hier meinen, sie müssen da irgendwie hier nichts meinen, so, ja, das ist gut ausgedrückt. So, dann mache ich nämlich das Wohnzimmer und dann packe ich nämlich den ganzen Mist ins Wohnzimmer. Das haben die davon. So, ich mach mal. Machen wir das hier ins Wohnzimmer? Ja, ne? Und zwar von hier an. Machen wir das hier auf jeden Fall schon mal hin. Ja. Und dann haben wir hier zwei. Na, wo sind drei insgesamt? So. Und das machen wir mal bis hier. Dann könnten wir uns auch gleich mal um den Flur kümmern. Ich finde, da der Flur so weit weg ist, sollte der schon was Helles bekommen. Ja, das geht. Das macht ihn gleich wieder ein bisschen heller. So, die Türen haben wir alle von hier. Ach komm, wir machen alle Türen von hier. Haben wir zwar ein bisschen was an Material verschwendet, aber das kriegen wir schon hin. Machen wir auch die Tür von hier. So. So. Ja, das passt. Hoppala. Ach so, Moment, ich kann mal ganz kurz. Moment mal. Steuerung. Hoch, runter. Maus. Nein, nein. Benutzen. Drehen des Objekts nach links. Mauswheel ab. Ja, warte mal. Okay, dann ist es tatsächlich. Nichts, was da durcheinander kam, sondern dann ist es tatsächlich hier gerade ein Bug im Tablet. Okay, gut, nützt ja nichts. Müssen wir jetzt mit leben. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da müssen wir noch, genau, da müssen wir noch die Fliesen hinpacken. Was machen wir da hin? Boden, Boden, Boden. Bodenfliesen. Ja, das hier würde. Ja, das würde passen, aber was haben wir in der Küche, ne? Wir nehmen die. Ja, wir nehmen die. Ja, das passt. Ich meine, die falsche. So. Doch, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir nur noch. Was nehmen wir denn als Wandfarbe? Wir nehmen Rot. Ich glaube, dass das zu dem Kamin und allem gut passt.
So. Wie schnell das geht, wenn man vier Wände gleichzeitig streichen kann. Zack. Vorsichtig, nicht das Fenster. Da müssen wir gerne mal gucken, ob es gelbe Vorhänge gibt. Ich würde da gerne gelbe Vorhänge hinmachen. Aber richtig, so richtig ausgeflippt. Und dann kommt hier auch auf jeden Fall ein Regal rein für Spielzeug. Und dann kommt ganz viel Spielzeug, wird dann hier drin gelagert. So. Wenn es schon heißt, das Schlafzimmer ist kein Ort für Spielzeug, dann muss das Ganze im Wohnzimmer gelagert werden. Dann haben sie es davon. So, den Bogen. Nee, das mache ich vom Flur aus. Ja. Na, wobei. Vielleicht muss ich mich da auch umentscheiden. Lassen wir den Pott mal hier stehen. So. Ich finde, das Wohnzimmer hat was. Er braucht Platz für seine wissenschaftlichen Magazine. Ist klar. Das hätte ich jetzt genau so, hätte ich das auch gesagt. Wissenschaftliche Magazine. So, gibt es den hier in Gelb? Grasgrün? Ja, nehmen wir Grasgrün. Ja, so richtig ausgeflippt. Der wirkt jetzt aber nicht gerade passend. Breiter Vorhang zum Einbauen. Aber wir wollen ja den kurzen. Genau, wir wollen nicht, dass die da bis da unten hinhängen. Weil so gehen die doch nur bis. Ja, perfekt. So. Ah, dann sind wir auch schon fertig. Also ich werde, denke ich mal, das Wohnzimmer dann nach der Folge auf jeden Fall fertig einrichten. Weil ich sag mal, das kennt ihr da. Will ich jetzt eigentlich nicht dann jedes Mal so viel und dann zeige ich euch hinterher dann das Ergebnis, sodass wir in der nächsten Folge vielleicht schon das Ganze verkaufen können. Und dann werden wir uns nämlich noch nicht an das, an mein neues Domizil machen, an das große Haus, sondern wir werden zwischendrin noch eins von den Anfangshäusern, von den kleinen Häusern nehmen, sodass wir mal ein paar von den Einzelpersonen wegkriegen, bevor wir dann tatsächlich wieder uns meinem Haus widmen. Nee, bevor wir uns dann meinem Haus widmen. So rum. So rum wird ein Schuh draus. So, und vor allen Dingen muss ich da nochmal gucken, dass ich hier wieder ordentlich scrollen kann. Weil das stört mich gerade tatsächlich ein bisschen arg. So. Machen wir hier noch. So. Ja, und hier auch. Nehmen wir mal zwei hin. Kann man eigentlich, wenn man so ein Fenster hat, das wollte ich mal testen. Kann man, wenn man so ein Fenster hat, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier nehme und gehe damit mal in das Zimmer von. Das geht. Ach, wie geil ist das denn? Okay. Also ich glaube, spätestens wenn es dann tatsächlich an mein Haus geht, das wird eine Herausforderung. Guckt euch das mal an. Das ist doch super, dass das geht. Ja, cool. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen was zu tun haben. Liebe Lüt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sag, bis zum nächsten Mal.